Шевелитесь! Мужики, ну давайте, двигайте ящики в кладовку! Давай, 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 давай! Давай, давай! Das ist russisch. Russisch, sehr gut. Jakovs Stützpunkt sein. Oder kann. Fuchs hat dieses Flugzeug sicher schon verlassen. Ich muss mich beeilen, wenn ich nur wüsste, wie ich aus dieser Maschine rauskomme. Gute Frage, Agent 47. Wir werden es rausfinden. Und damit herzlich willkommen hier zu unserer dritten Mission in Hitman Contract. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Lasst uns loslegen. Wir haben wie immer viel zu tun. Als allererstes in der letzten Mission angekündigt, gucken wir uns hier in dieser Mission gleich zum Anfang das Briefing nochmal an. Hallo 47. Hallöchen. Ich bin's Diana. Diana. Wir haben interessante Nachrichten aus Sibirien erhalten. Mhm. Zwei wichtige Zielpersonen treffen dort zum ersten Mal aufeinander. Unser Kunde möchte, dass sie sich der Sache annehmen. Das ist die Gelegenheit, beide Männer auszuschalten. Natürlich ist die Operation äußerst gefährlich, aber das Risiko lohnt sich. Schon der kleinste Fehler könnte bei diesem Einsatz tödlich sein. Also tun Sie mir einen Gefallen. Enttäuschen Sie unseren Kunden nicht. Ihr Deckname für diese Operation lautet Mr. Bird. Mr. Bird. Unser Kontaktmann vor Ort ist ein gewisser Yuri Shika. Ich weiß, das klingt nach einem einfachen Auftrag, aber passen Sie auf, 47. In dieser Gegend sollten Sie jeden unnötigen Feindkontakt vermeiden. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wird nicht einfach. Die Hitman-Community, gerade die aus dem Speedrun-Sektor, die verteufeln ja diese Mission. Und ich habe sie auch dunkel in Erinnerung als schwierige Mission. Sie wird uns schon bis aufs Letzte herausfordern, selbst auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Hier ist unser eines Ziel, Fabian Fuchs. Und hier ist das zweite Ziel, Sergei Barkarov. Barkarov ist ein ehemaliger Offizier der Roten Armee. Er gilt als Förderer der tschetschenischen Rebellen und hat in einer ehemaligen U-Boot-Werft in einem entlegenen Teil Sibiriens eine Waffenfabrik. Was ist mit Fabian Fuchs? Fuchs, den Namen habe ich doch schon mal gehört gehabt. In der Mission Tradition des Handels in Hitman Teil 1, Codename 47, kann gut sein. Ich glaube, Hitman Contracts hat diese Mission auch als Remake enthalten. Werden wir später sehen. Fabian Fuchs, der jüngste der Fuchsbrüder, ein gesuchter Terrorist. Er soll im Auftrag seiner Brüder eine schmutzige Bombe kaufen. Diese Fuchsbrüder... Und das müssen wir zerstören, ne? Die Produktionsstätte der Bombe, ein altes Atom-U-Boot. Um eine Einrichtung wie diese in die Luft zu jagen, braucht man einen guten Plan. Ihr Kontakt, Juryschka, der als Koch getarnt ist, hat mehr Details. Okay, und ansonsten hauen wir hier mit der Transportmaschine wieder ab. Cool. Wunderbar. Machen wir. Und da ist quasi schon unser erstes Ziel, was echt schade ist. Dass wir den hier gleich hier nicht eliminieren können. Es gibt einen Trick, es gibt einen Trick. Und... kenn den. Ey, ey, ey! Cool bleiben. Theoretisch... Okay, das war schon. Das war schon, was für ein herber erster Einstieg hier in diese Mission. Nochmal neu starten. Wir müssen ein bisschen früher ran. Wir dürfen hier also null sein. Wir dürfen weder Zivilisten über den Weg laufen, noch natürlich irgendwelchen Wachen. Wir dürfen einfach mal niemanden über den Weg laufen. Und, naja, das kriegen wir schon hin. Wir müssen ein bisschen auf Zack sein. Das ist hier auf jeden Fall hier unsere erste Klamotte. Unsere erste Tarnung. Den müssen wir wegspritzen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ja, geh ran da. Er dürfte gar nicht so viel sehen. Mit seiner Kapuze. Lauf! Vergiss es, Mann! So nicht. Nicht nochmal. Du sibirischer Lebensmittellieferant. Pizzamax Sibiriens. Eine schöne Frostpizza. Minus 70 Grad an einem sonnigen Nachmittag. Ist gar kein Junge, dachte ich gerade. Hat mich irgendwie
an ein Indie-Side-Scroller-Spiel erinnert. Ein Eskimo-Mädchen mit ihrem Fuchs. Mir fällt der Name aber gerade nicht ein. Ziemlich weiß das Spiel. Egal, wir haben eine Klamotte. Sehr schön, cool. Und wir müssen echt hoffen, dass hier keiner reinkommt. Einsatzziel nicht erreicht. Wie bitte? Wie bitte? 47. Welches Einsatzziel nicht erreicht? Ach so, wir können jetzt noch nicht wegfliegen, weil das Einsatzziel nicht erreicht ist. Nee, das ist ja klar. Das ist ja klar. So, Lebensmittel nehmen. Ich glaube, so ein bisschen rennen dürfen wir, aber nicht zu viel. Hier ist der Koch, den wir ansprechen müssen. Der ist undercover, auch ein Agent, vielleicht der Agentur, ich weiß es nicht. Oder einer sympathisierenden Organisation der Agentur. Das ist unser Ziel, ne? Damn, da ist er schon wieder, der Lump. Elender! Das Stückchen nehmen wir jetzt einfach mal on the fly mit. Oh, Gift. Abführmittel nehmen. Nee, ist Abführmittel, kein Gift. Vergiften? Ja, komm, mach. Ah, schnell! Wunderbar. Die sanfte Untermalung mit dieser, ja, mit diesem Ambient-Soundtrack hier gerade. Cool. Speichern. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall einen Speicher... Nein, nicht laden. Einen Speicherliefer dienen. Die Schrift ist sehr klein. Ich hatte schon mal erwähnt gehabt, das Spiel ist nicht für 1080p ausgelegt. Man muss ein klein bisschen tricksen dafür. Aber dafür macht es ansonsten einen sehr guten Eindruck. Hi, grüß dich. Wir müssen noch reden. Wir müssen noch reden. Ist unterwegs. Deutsches Arschloch. Deutsches Arschloch. Der Fuchs mal wieder, ne? Der Fuchs. Ja? Wo kann ich denn das Essen ablegen? Kann ich das wirklich nur so hinschmeißen? Ist doch niemals so gedacht. Aber der wird den Fuchs jetzt füttern. Und wir müssen uns schon mal darauf einrichten, dass der Fuchs sehr schnell zur Toilette will, wenn er das Essen erstmal gegessen hat. Wo ist die Toilette hier? Ist sie hier? Ja. Sie ist hier. Und da wird es dann wieder ein bisschen tricky. Borscht. Musste unbedingt dieser gottverdammte Borscht sein. Borscht? Es wird nicht lange dauern. Hey, guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an, mein Freund. Ich hoffe, er übergibt sich am Waschbecken. Dann wird es ein leichtes, ihn mit der Drahtschlinge zu erledigen. Aber wir müssen ihn eigentlich gar nicht mit der Drahtschlinge erledigen. Er ist ein Ziel. Wir können ihn auch mit der Schallgedämpften erledigen. Bling! Und diesmal gibt es gar kein Klavierseitenspanngeräusch. Bei zwei war das so ein schönes Schwing. Aber wenn nicht, machen wir das einfach selber, Leute. Ja? Machen wir einfach selber. Ja, jetzt heißt es kurz noch warten. Ich hoffe, hier läuft alles glatt. Oh! Oh, wunderbar. Perfektes Timing, Leo. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Ich musste natürlich genau die Tür aufmachen, wenn der da durch will. Klassischer Brechdurchfall. Der Klassiker. Jetzt reicht's aber, oder? Kann ich nicht zufällig auf der Toilette erledigen? Doch schon, ich könnte ihn erschießen, aber... Das ist doch nicht sauber. Das ist doch nicht sauber. Ich meine, das ist ja auch gerade alles als immersiv, hier zu warten.
während der alles hier aus sich rausholt. Mit angezogener Hose. Da werde ich, müssen wir nachschießen. Vielleicht ist das hier so eine Endlos-Sequenz. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, alles klar. Er ist ein bisschen in die Luft gegangen. Ich hoffe, hier kommt nie wieder einer auf die Toilette. Spiel, wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann lass hier nie wieder einen auf die Toilette kommen. Wir haben ein paar Klamotten, Leute. Sehr schön. Oh, und hier setzt die Musik ein. Bam, 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 bam. Das Titellied von Hitman Contracts. Kommandant Bjarkov erwartet Sie auf dem Schiff. Folgen Sie mir, Herr Fuchs. Na klar. Danke, Soldat. Mhm. So. Wir hätten mit dem Kochfeuer reden müssen, oder? Nicht gut. Steht das hier als Ziel richtig? Hallo, Simon. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ein Glück weiß ich, was zu tun ist. Wir müssen uns Sprengladung besorgen und einen Strahlenschutzanzug. Super immersiv, oder? Ich liebe den Soundtrack von Hitman. Und ganz besonders den von Hitman Contracts. Ich bin doch schon hier. Kann ich nicht vorgehen? Das ist ein bisschen riskant, was wir hier gerade vorhaben. Wenn wir dann eng auf eng mit dem zusammenstehen später. Auf dem Transportmittel hier, welches auf den Schienen umherfährt hier. Dann könnte der uns erkennen. Der könnte uns erkennen. Beziehungsweise, naja, er könnte erkennen, dass wir nicht wirklich der Fuchs sind. Aber wir spielen sein Spielchen jetzt mal eben mit. Ich finde es ein bisschen schade gerade, dass wir nicht einfach ganz genauso schnell laufen wie er. Dass selbst unser Gehen... selbst unser Schleichen ist schneller. Und ich glaube, damit lenken wir nur den falschen Verdacht auf uns. Geiler Schnee, oder? Selbst heute noch, seid doch mal ehrlich. Nicht nur aus der Perspektive, dass das Spiel schon unheimlich alt ist. Ich bin doch hier, Mensch! Was willst du denn noch? Schick mich los! Nicht nur aus der Perspektive, dass das Spiel schon unheimlich alt ist. Nein, es sieht immer mal trotzdem noch verdammt gut aus. Die Wachen suchen nach einem verdächtigen Zivilisten. Warum eigentlich? Ich bin kein verdächtiger Zivilist. Ich bin Fuchs. Na los! Ab dafür. Ich musste den Motor anschmeißen? Egal. Wir genießen die Fahrt und hoffen das Allerbeste nur für diese Mission. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber ich finde es schön, dass sich das Spiel hier die Zeit nimmt, um die richtige Atmosphäre aufzubauen. Das macht es meiner Meinung nach sogar noch ein Stückchen besser als in Hitman 2. Also ein so ein schönes Story-Konstrukt um die einzelnen Missionen, selbst innerhalb einer Mission, entwickelt. Damit das nicht quasi nur so ein Abarbeiten von Punkten ist, sondern immer irgendwelche geskripteten Events zwischendurch passieren. Sicherlich, man kann das irgendwann übertreiben und das passiert auch bei Hitman Absolution, dem fünften Teil meiner Meinung nach. Aber selbst der ist noch ziemlich cool. Eigentlich gibt es so richtig schlechte Hitman-Teile. Gibt es nicht wirklich. Nicht wirklich! Röserchen, das ist übrigens eine Freeway Pink Grapefruit, super lecker. Meine Lieblingsbrause und ich bekomme dafür kein Geld. Schön wär's.
So, schön, dass wir angekommen sind. Auf geht's. Muss ich ihn lang? Muss ich immer noch auf dich warten oder kann ich jetzt einfach gehen? Ich kann jetzt einfach gehen. Da drüben ist auch das Schiff. Ich habe nur ein Problem. Ich habe nur ein Problem und zwar, ich darf auf das Schiff keine Waffen mitnehmen. Wir werden abgetastet. Ich glaube, ich darf hier rennen. Ich glaube, noch ist alles cool hier bei der Mission, auch wenn die Wachen einen Zivilisten suchen. Aber wir müssen trotzdem unsere Waffen loswerden. Kommen wir hier vielleicht durch? Nein. Wir kommen hier nicht durch. Game Design 2004. Du kommst nicht an dieser Laterne vorbei. Ja, bevor wir aufs Boot gehen natürlich. Am besten hier so. Vielleicht speichere ich, bevor ich die Waffen ablege. Nicht, dass da was passiert, was wir nicht rückgängig machen können. Die Fahrt möchte ich nicht nochmal machen müssen. Ha! Vorsichtig. Waffe raus, Waffe weg. Schade eigentlich, ne? Eine schöne Waffe. Die Silverballer ist natürlich genauso. Aber ich mag die einzelne Silverballer mag ich am meisten. Die mit dem Schalldämpfer. Meine Lieblingswaffe in Hitman. Obwohl ja seine Signature Weapon eben die doppelte Silverballer ist. Nabend. Hallöchen, ich bin der Fuchs. Kommen Sie rein, Herr Fuchs. Mhm. Der Kommandant erwartet Sie. Alles klar. Danke, Soldat. Zweite Tür rechts. Geht in Ordnung. Kriegen wir hin. Zweite Tür rechts, hat er gesagt, ne? Mai. Das wird ein bisschen tricky. Wir haben zwar noch unsere Klavierseite. Und es gibt auch einen passenden Moment, den muss man aber treffen. Routinekontrolle, bitte nicht bewegen. Nein, alles in Ordnung. Klar. Soldat. Geht schon in Ordnung. Oh, warum flippt gerade unten das Detektometer aus? Irgendwas geht dir gerade. Nee, alles cool. Ich nehme alles zurück. Dann wollen wir mal den guten Bakarov besuchen. Hier war das, ne? Hallöchen, mein Freund! Er interessiert sich also für Waffen. Oder er unterrichtet Waffen. In der Thematik Waffen. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen, Fabian. Ich denke, wir sollten mit einem Gläschen Wodka anstoßen. Ich trinke nicht, aber danke. Oh, komm, Hitman. Nicht? Na gut, Fabian. Gut. Gut. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay, richtig tricky. Ja! Sauber. Sehr schön. Wunderbar. Wir nehmen den Generalschlüssel mit. Und die schallgedämpfte Pistole mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Und hoffen mal. Können wir seine Kleidung anziehen? Nee, können wir nicht. Ah, jetzt würde ich schon ganz gerne speichern. Wie viel haben wir noch? 5 oder 4? Noch 5. So, wir müssen noch den Anzug holen, die Bomben legen. Die Bomben explodieren lassen und dann abhauen. Ne, ihr merkt schon, hier muss man so ein bisschen haushalten, selbst wenn man 7 Saves hat. So, müssen wir mal gucken. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Wo wollen wir hin? Wo können wir hin? Erstmal hier runter vom Schiff, würde ich sagen. Genau, hier runter vom Schiff und dann holen wir uns hier drüben irgendwo den Strahlenschutzanzug und wir brauchen die Bomben. Die Bomben. Wo kriegen wir die Bomben? Gute Frage. Kasernen, Lagerhaus, U-Boot. Ach, die werden wir schon finden.
Die werden wir bei Zeiten schon finden. Ich hau jetzt erstmal hier ab. Ah, bitte nicht beim... Kontrollieren die mich beim Rausgehen? Würde null Sinn machen, oder? Aber wer weiß. Die Wege von Videospielen aus dem Jahre 2004 sind oft unergründlich. Unergründlich. So, sehr schön. Ein sehr schöner Missionsauftakt hier. Und ich würde auch sagen, wir machen für heute genau hier Schluss. Genau hier im Treppenhaus. Vom Bakarovs Boot. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, Leute. Falls ihr die Folge gefeiert habt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Ciao.